Schönen guten Morgen. Ich begrüße euch vom Forellensee. Hab wieder den Sven Busse dabei, meinen Spoon-Experten sozusagen hier. Wir machen heute den nächsten Teil unserer, ja, wie soll ich sagen, Grundkurs-Spoon-Angel-Serie. Und Sven, was steht heute auf dem Programm? Ja, heute steht auf dem Programm ein bisschen was zum Thema Führungstechniken. Was kann ich mit so einem Spoon so machen? Das Basiswissen. Wir machen was zu Formen der verschiedenen Spoons. Und natürlich Thema Farben. Ja, Farben, das ist ja so ein Thema. Da, wenn ich in den Angelladen gehe, dann sehe ich, alles hängt voll mit bunten Spoons. Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz, alles Mögliche. Da bin ich natürlich gespannt, was der Sven mir und euch heute zu erzählen hat. Ich auch. Und ja, dann legen wir mal los. Ja, wir wollen euch heute ein bisschen was zur Köderführung sagen, wie man die verschiedenen Spoons führt. Vor der Köderführung kommt natürlich erstmal das Auswerfen. Und wie ich auswerfe, mit diesen speziellen kurzen Routen, das zeige ich euch jetzt. Also es gibt entweder die Möglichkeit, den Köder bis fast ganz unter die Rutenspitze zu kurbeln und dann einfach nur so rauszuschnalzen. Ich gehöre aber zur altmodischen Sorte. Ich lasse den Köder ein bisschen runterhängen. Das sind sehr kurze Routen mit einem kurzen Griff. Das heißt, die sind eigentlich zum Einhandwerfen gedacht. Also ich lasse den Köder ein Stück runterhängen und werfe dann mit einer Hand den Köder aus. Beim Wurf, nachdem der Köder auf die Oberfläche aufgekommen ist, wird der Bügel umgeklappt und dann, jetzt nehme ich geflochtene Schnur. Da ist für mich ganz wichtig, dass ich die Schnur die ersten Meter unter Spannung aufkurbel. Die Schnur wird ja erstmal lose auf dem Wasser liegen. Wenn ich die dann auf die Rolle kurbel, versuche ich erstmal ein bisschen Spannung da reinzukriegen, weil dann habe ich hinterher keine Verwicklung. So, jetzt haben wir den Köder ausgeworfen. Wir gehen jetzt mal davon aus, er hat die gewünschte Tiefe erreicht. Die gewünschte Tiefe ist ja die, in der die Fische stehen. Das kriege ich raus, indem ich den Köder verschieden lange absinken lasse. Also wenn ich nicht weiß, wie tief das Gewässer ist oder wo die Fische stehen, nehme ich den Köder, werfe den aus und zähle dann 1, 2, 3, bis der Köder unten ist. Dann weiß ich, aha, sagen wir mal, hier ist es 9, bei 9 ist der Köder unten, dann weiß ich, er liegt auf dem Boden. Dann fange ich an, den Köder einzuholen. Beim nächsten Wurf oder nach 3, 4, 5 Würfen, wenn ich nichts gefangen habe, gehe ich höher. Dann fange ich vielleicht bei 7 an oder bei 4, bis ich die Fische gefunden habe. So, wie gesagt, wir haben jetzt den Köder ausgeworfen. Wir haben jetzt einen länglichen Spoon dran. Jeder Köder, jede Köderform hat ihr eigenes Einholtempo und ihre Möglichkeiten, was man damit machen kann. Zu Köderform werden wir euch nachher noch was sagen. Wir haben jetzt den länglichen Spoon. Grundsätzlich ist es so, da verallgemeinern wir jetzt ein bisschen, weil jetzt so ins Detail zu gehen, für jeden Köder die spezielle Führung und so weiter, das würde den Rahmen hier sprengen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass längliche Köder etwas mehr Einholtempo brauchen, damit die anfangen zu laufen. Das Laufverhalten ist eher so, ja, so wobbelnd. Die schlagen halt viel mit dem Hinterteil und laufen etwas hochfrequenter als zum Beispiel ein breiterer Köder. Heißt also, wir müssen für jeden Köder versuchen, das richtige Einholtempo zu finden. Das ist auch von Köder zu Köder, von Hersteller zu Hersteller individuell. Da müssen wir ausprobieren. Am besten im klaren Wasser einmal vor Land mal probieren, wie schnell kann ich den Köder führen, dass er nicht ins Rotieren kommt. Sobald der Köder rotiert, bin ich zu schnell, weil dann fängt der Köder nicht mehr so gut. Bei Forellen ist es so, das ist meine persönliche Erfahrung, dass sie eigentlich darauf stehen, den Köder gleichmäßig zu führen. Das heißt, im Gegensatz zum Barschangeln, wo es ja wo oft getwitscht wird mit Wobblern oder auch mit anderen Ködern und die Köder wild und hin und her schießen, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Forellen darauf weniger reagieren, weil sobald die den Köder aus den Augen verlieren oder der wild hin und her schießt, verlieren sie oft das Interesse. Darum sind Spoons auch eigentlich dafür ausgelegt, sie gleichmäßig zu führen. Das heißt, wir brauchen auch nicht zu schnell werden, es ist also nicht dieses Tempo, sondern es ist tatsächlich das langsame Tempo. Wenn ich weiß, wie mein Spoon läuft, versuche ich den so in der Geschwindigkeit einzuholen, dass er sein optimales Laufverhalten zeigt. Klar, manchmal kann es sein, dass die Fische auf schneller geführte Köder reagieren. Dann muss ich gucken, ob mein Spoon in der Geschwindigkeit überhaupt noch läuft oder ob ich dann auf einen anderen Köder wechseln muss. Aber im Regelfall, wenn ich die Geschwindigkeit habe, fange ich an, den Köder einfach einzuholen. Die Rutenhaltung bei der Köderführung oder beim Einholen ist bei mir, dass die Spitze zum Köder zeigt. Also nicht, wie wir es teilweise aus anderen Arten, Angelarten gewohnt sind, dass die Rute so seitlich zeigt, sondern die Rute zeigt zum Köder.
Das hat verschiedene Vorteile. Zum einen, wenn ich den Köder einhole und die Forelle, der Biss der Forelle ist so, dass die von hinten kommt, den Köder nicht einsaugt, sondern auf den Köder beißt und sich mit dem Köder wegdreht. In diesem Moment hakt sich der Fisch selbst. Das heißt, wir schlagen auch nicht an. Sobald wir einen Ruck merken und anschlagen, ziehe ich dem Fisch möglicherweise den Köder aus dem Maul. Und selbst wenn er nicht sofort hängt, nachdem er das erste Mal drauf gebissen hat, wenn ich den Ruck merke und anschlage, dann hat er den schon längst wieder losgelassen. Das heißt, ich ziehe den Köder aus dem Blickwinkel des Fisches. Der wird nicht mehr beißen, weil er das Interesse verloren hat. Er hat den Köder aus dem Blick verloren. Damit werden wir nicht mehr fangen. Wie gesagt, die Rute zeigt Richtung Köder, weil wenn jetzt der Fisch von hinten kommt, den Köder packt und sich wegdreht damit und versucht wegzuschwimmen, läuft er sofort in diese Bremse. Das heißt, die Rutenspitze schluckt, die weiche Rutenspitze schluckt nicht den Biss, in dem sie nachgibt, sondern der Fisch läuft direkt in die Bremse. Dieser Widerstand reicht schon, um den Haken zu setzen, und ich habe sofort konstant Widerstand auf den Fisch durch die sofort anspringende Bremse. Das heißt, der Haken steht permanent unter Druck und der Fisch schlitzt nicht aus. So. Wie gesagt, wir können den Köder einfach einholen. Sollte das keine Erfolge bringen oder irgendwann, der Köder fängt zwar am Anfang, aber später fängt er nicht mehr, dann können wir zum Beispiel mit dem länglichen Spoon variieren. Die eignen sich zum Beispiel sehr gut, um damit zu twitchen. Das heißt, kleinere Rucke setzen. In den normalen Lauf des Köders fangen wir dann an und setzen wirklich leichte Rucke. Nicht so wie beim Barschangeln und einem Wobbler, sondern wirklich leichte Rucke. Der Vorteil dieser kurzen Griffe, darum lege ich da auch immer ziemlich viel Wert drauf, dass die Rute wirklich einen kurzen Griff hat, weil ich hier vorm Körper arbeite und mit dem Arm arbeite, habe ich einen zu langen Griff, hänge ich hier in meinen Klamotten oder hänge hier vorne. Das ist nicht so schön. Also wirklich einen kurzen Griff und dann kann ich damit mit der Rute wunderbar arbeiten. Leichte Rucke setzen, alternativ, was auch oft ausreicht, nur um den Lauf ein bisschen zu unterbrechen, ist einfach mit dem Finger auf den Blank kippen. Dann geht die Rute ein Stück zur Seite und das reicht schon, um den Lauf des Köders etwas zu verändern. So, den länglichen Köder habe ich eben versucht zu erklären, wie man den am besten führen kann. Es gibt natürlich noch andere Formen. Hier habe ich jetzt einen ganz breiten Spoon. Der läuft etwas anders. Den werfen wir auch genauso raus. Lassen ihn auf die gewünschte Tiefe sinken, wie vorhin auch. Die breiten Köder lassen sich sehr gut anströmen vom Wasser. Das heißt, die erzeugen auch viele Druckwellen im Wasser und drehen sich vielmehr. Die Flanken sehr schön zeigen mal die eine, mal die andere Seite. Darum nehme ich die auch ziemlich gerne beim Forellenangeln im stehenden Gewässer. Die lassen sich auch einfach einkurbeln. Können sogar noch langsamer geführt werden als der lange Spoon, bieten aber auch die Möglichkeit, da sie auch beim Absinken schon sehr gut arbeiten, den Köder zu jiggen. Das heißt, wir versuchen, den Köder leicht anzulupfen, lassen ihn wieder absinken, führen ihn weiter, lassen ihn wieder, zupfen ihn wieder an, lassen ihn absinken, führen ihn dann weiter, zupfen ihn wieder nach oben an, lassen ihn absinken und führen ihn dann weiter. Das kann man mit diesen breiten Ködern wunderbar machen, weil sie, wie gesagt, auch in der Absinkphase schon sehr gut arbeiten. So, der nächste Köder, den ich euch zeigen möchte, ist ein blattförmiger Köder. Der ist so ein Zwischending zwischen dem ganz breiten Köder und dem länglichen Köder. Auch da gibt es eine spezielle Technik, bei der dieser Köder besonders gut läuft. Und das ist so ähnlich wie das Twitchen, nur dass ich den Köder, dass ich immer wieder versuche, in die schlaffe Schnur zu schlagen. Und das permanent. Also man kann den Köder ganz einfach einholen, wie jeden anderen Köder auch. Der läuft schon bei normalem Zug, aber wenn ich halt was Spezielles haben will, kann ich versuchen, immer wieder in die schlaffe Schnur zu schlagen. Das hat den Effekt, dass der Köder sich immer wieder dreht. Der flattert dann sehr gut. Dieses Blatt ist, weil es halt so ein Zwischending ist, zwischen dem breiten und dem langen Köder, dreht er sich sehr gut. Wir haben jetzt hier mal Platz genommen in einer Hütte, weil wir jetzt noch ein bisschen was erzählen wollen. Und zwar um Köderformen und Köderfarben beim Spoonangeln. Ich habe mir jetzt hier mal so die
große Spoonbox vom Sven geschnappt und sehe hier, es gibt massig Spoons in unterschiedlichsten Formen und Farben. Erzähl doch mal ein bisschen, dass man so vielleicht eine kleine Orientierung hat. Ja, auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als wenn es unheimlich viele Formen und Farben gibt. Grundsätzlich kann man aber sagen, diese ganzen Spoons, die es so auf dem Markt gibt, kann man in vier Grundformen. Vier? In vier. Also okay. Für mich sind es vier. Das ist ja, ein paar davon haben wir ja schon im Einsatz gesehen. Das war der längliche hier. Das ist Beispiel, jetzt, ne? Die längliche Form. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Dann gibt es die Blattform, die tatsächlich den Namen daher trägt, weil sie aussieht wie ein Blatt. Stimmt. Okay. Ja. Dann gibt es die breite Form, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann, Breite und so weiter. Aber man sieht schon, der Köder ist deutlich breiter als so ein länglicher. Ja, klar. Und dann gibt es die Rautenform. Das ist ein Köder, der in der Mitte etwas breiter ist und dann am Ende schmaler zuläuft. Okay. Die Rautenform, je nachdem wie sie ausgeprägt ist, entspricht aber in dem, was man damit machen kann, entweder der länglichen Form, wenn ich jetzt eine längliche Raute habe, oder aber der breiten Form, wenn die Raute in der Mitte breiter ist. Das sind so die vier Grundformen, in die man diese ganzen Spoons einordnen kann. Ja klar, die differieren so ein bisschen in der Ausprägung, aber die Grundformen sind für mich diese vier. Okay, dann erzähl doch mal ganz kurz, ganz knapp, wo die Unterschiede beim Laufverhalten sind. Okay, also der längliche Spoon, wie gesagt, der ist, der wobbelt mehr. Der schlägt hinten mit dem Hinterteil mehr aus. Erzeugt dadurch eine höhere Frequenz im Wasser, dadurch die Druckwelle, aber eine höher frequente. Okay. Dann habe ich die breite Form, so wie diesen hier, der rollt mehr. Dadurch, dass der eine große Fläche bietet, bietet der auch dem Wasser viel Widerstand. Okay. Und dann rollt er sehr schön, zeigt mal die eine, mal die andere Seite und erzeugt dadurch diesen On-Off-Effekt, ich habe durch die verschiedenen Farben. Gut. Bei der Raute haben wir das ja auch schon gesagt, je nachdem halt wie die Raute ausgeprägt ist, ob der Köder breiter oder schmaler ist, habe ich das gleiche Laufverhalten wie bei den anderen Ködern. Es ist nochmal eine andere Druckwelle, die er erzeugt, durch diese hinten etwas schmaler zulaufende Form, aber vom Prinzip her kann ich mit diesem Köder das gleiche machen, was ich mit den anderen Ködern auch machen kann. Und dann bleibt jetzt noch die Blattform. Und dann habe ich noch die Blattform, die auch sehr schön wobbelt. Und ich habe halt den Vorteil, auch wie auch schon gezeigt, dass ich durch immer kleine Schläge mit der Rutenspitze diese Blattform richtig schön spielen lassen kann. Dass der so ein bisschen flattert und sich immer dreht. Okay. Und welche Form dann besser ist für den jeweiligen Tag? Ich denke, das muss man versuchen herauszufinden. Das muss man ausprobieren. Das kann man schwierig sagen. Wenn ich das jetzt hier noch sehe in dieser Spoonbox, vielleicht noch ganz kompakt was zu den verschiedenen Farben. Ich denke mal, das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Ja, da könnte man, glaube ich, einen ganzen Tag drüber reden. Eben, und deshalb, wir wollen euch nicht zu sehr überstrapazieren. Aber ganz kurz, vielleicht kann man irgendwelche Faustregeln geben, wann nehme ich welche Farbe? Ja, also wer vom Raubfischangeln kommt, der hat ja immer diese Regel, trübes Wasser, grelle Farben, klares Wasser, dunkle Farben. Dunkle oder Farben, gedeckt, ne? Gedeckte Farben, ist beim Forellenangeln nicht mein Ansatz. Okay, was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Letztendlich, wir müssen uns mal klar machen, wir angeln ja nicht auf natürlich gewachsene Fische, wir angeln auf Zuchtfische. Was kennt ein Zuchtfisch? Ein Zuchtfisch kennt einen Pellet, der ins Wasser geworfen wird, den kann ich fressen und ich will wachsen. Grundsätzlich kennt der Fisch eigentlich ja keine natürliche Nahrung. Er ist meistens noch nicht lange genug in einem Gewässer, um überhaupt natürliche Nahrung kennenzulernen. Darum ist für mich der erste Punkt, den ich bei meiner Farbwahl beachte, speziell wenn ich morgens anfange, wenn die Fische, wenn der Besatz gekommen ist oder die Fische noch nicht so viel gesehen haben morgens, also noch frisch sind, noch nicht überreizt sind, dann nehme ich eine Farbe, die dem Fisch auch auffällt. Also was Knalliges. Was Knalliges, wie hier so ein Fluo-Rot-Orange oder hier so ein Orange oder einen Chartreuse, wie wir es hier so sehen. Das sind so die Farben, um den Fisch wirklich zu reizen. Okay. Der soll den Köder sofort sehen, soll sehen, oh, da ist was zu fressen, das schnappe ich mir. Alles klar. Gut. Wenn der Tag weiter fortschreitet und die Fische vielleicht auch schon überreizt sind, dann versuche ich, weniger Reiz in den Köder, mehr in den Lauf zu legen, vielleicht ein bisschen in der Druckwelle irgendwas zu machen, aber den Köder dann für sich unauffälliger zu machen. Also dann die gedeckte Farbe. Etwas gedecktere Farbe. Schwarz, braun. Schwarz, braun. Okay. Je nachdem, was man halt so hat.
Ich bin aber trotzdem mehr der Freund von grelleren Farben, darum habe ich auch mehr grellere Farben ja, in meiner Box. Ja, das ist ja eine richtig bunte Mischung hier. Genau. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir euch gut was erzählt, oder der Sven besser gesagt hat gut was erzählt zur Führungstechnik und zu Formen und Farben bei Spoons. Also wirklich ein breites Thema. Da kann man auch sich lange mit beschäftigen, glaube ich, ja, mit diesen Formen und den Farben. Ich denke mal, das haben wir nur an der Oberfläche angekratzt, speziell was Farben betrifft. Ich sage nur Stichwort UV-aktiv und so. Ja, weiter. Das gibt es ja auch noch alles. Das ist auf jeden Fall mal was für eins unserer nächsten Videos. Wir gucken mal, dass wir die Reihe vielleicht nochmal verlängern mit dem Grundkurs Spoonangeln. Das war es auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr am Wasser seid. Fangt was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.